Hallöchen, ihr Lieben. Heute gibt es bei mir, wie ihr sehen könnt, einen Haul. Es gibt neue Bastelsachen, aber diesmal nicht von Kreativ Bunt und auch nicht von Faltkarten. Denn ich habe zum allerersten Mal bei Stamp Corner eingekauft und was ich da Schönes gefunden habe, das zeige ich euch jetzt in diesem Video. Viel Spaß dabei! Ich habe beim Bestellen von Bastelsachen immer so einen 2-Wochen-Rhythmus, damit ich da wirklich nicht, übermäßig viel bestelle, denn es kommen ja immer wieder neue Sachen raus und wenn ich nach dem gehen würde, hätte ich nichts mehr in meinem Geldbeutel. Also muss ich mich da so ein bisschen bremsen und habe mir die Regel gestellt, alle 2 Wochen immer so an einem Sonntag. Und an einem Sonntag hatte ich dann morgens geguckt, was ich mir denn alles später in den Warenkorb lege und sehe da eine Marke, eine Stempelmarke, hat neue Sachen rausgebracht und die hat das Stamp Corner mit reingenommen in den Shop. Also habe ich es nicht mittags bestellt, was ich eigentlich vorhatte, sondern gleich früh morgens. Und was ich da alles reingetan habe, das zeige ich euch jetzt. Ich packe das mal an die Seite hier. Was ich übrigens richtig toll finde, wenn man das Paket öffnet, sieht man direkt hier dieses Papier auf meiner Bestellung drauf. Und da ist ein Aufkleber hier in der Mitte. Mit vielen Dank für deine Bestellung, dein Stamp Corner Team. Ich finde die Botschaft wirklich sehr, sehr niedlich und gibt nochmal so ein bisschen Persönlichkeit drüber, dass sie sich halt bedanken für die Bestellung. So, das wollte ich nur am Rande erwähnt haben und jetzt nehme ich das mal weg. Damit ihr noch nicht luschern könnt, packe ich es gleich mal an die Seite. So, dann verrate ich euch gleich mal zu Anfang, welche Firma ich denn meine. Es ist... Tada! Stamping Bella. Ja, Stamping Bella hat neue Stempelchen rausgebracht und da habe ich gleich mal zugegriffen. Alles das, was noch verfügbar war, habe ich mir sofort in den Warenkorb reingetan. Und ich habe sie auch alle bekommen, die ich da verfügbar gesehen habe und mir reingepackt habe in meinen Warenkorb. Das hier ist der erste Stempel. Den finde ich wirklich ganz, ganz toll und stelle mir zum Beispiel für Silvester sehr gut vor, natürlich allgemein auch für Geburtstagskarten. Aber ich dachte mir, wenn sie hier schon den Arm so hebt, hier zum Beispiel so ein Shampoosgläschen oder eine Flasche, passt natürlich sehr, sehr gut dazu. Wäre jetzt zum Beispiel eine Idee, einfach so spontan. So, hier hinten seht ihr dann auch nochmal den Stempel in hellblau. Kann man übrigens auch mit der Stempelhilfe benutzen, wenn ihr eine habt. So, das war der erste, jetzt folgt der zweite. Also wir sind jetzt erstmal eine Weile bei Stamping Bella. Thank you for all you do. Hier mit einem Arzt drauf, einem Teddybär. Der sieht so ein bisschen aus wie vom Mr. Bean hier, der kleine Teddy. Und dann hier noch ein bisschen Medizin. Die Blicke, die sind auch immer unwerfend, oder? Jetzt kommen wir zum Flamingo. Gleich für Weihnachten hier. Ein tolles Motiv. Ein Flamingo mit Weihnachtsmütze, einer Kugel und ein Kranz um den Hals. Hier ohne Sprüchlein. Nur der Flamingo ganz allein. Kommen wir zum nächsten. Hier habe ich ebenfalls ein Flamingo. Auch für Weihnachten gleich hübsch gemacht. Mit Rentiergeweih und einem Geschenk am Bein. Hier ist es eine Kugel gewesen und hier ist es ein Geschenk. Auch wie ihr sehen könnt, ohne Sprüchlein. Da wäre noch toll gewesen, so ein schöner Spruch dazu. Schade. Jetzt kommen wir zu einem ganz tollen Hintergrund, den man mit dem neuen Stempel von Stamping Bella gestalten könnte. Es sind 2 in 1. Einmal hier oben die Sterne. Und hier unten die Wolken, die übrigens wunderschön koloriert sind. Ich finde das sehr, sehr schön, gerade so mit diesen Regenbogenfarben. Guck mal, und das ist richtig groß, das Motiv. Hier jetzt die Wolken, wenn man das nochmal da sieht. Und hier oben die Sterne. Man könnte natürlich dann auch das teilen, wenn man nur die Sterne haben möchte oder auch nur die Wolken. Super, super schön. Und hier oben seht ihr übrigens auch immer zu den Stempelchen die Preise, falls es den einen oder anderen von euch interessiert.
So, kommen wir zum nächsten Stempelchen. Wir bleiben bei Weihnachten. Da haben wir diesen hier mit dem niedlichen Rentier, gleich mit einem Schleifchen. Und hier, na, was sehe ich da? Gleich mit Kerzenständer. Und wir haben zwei Sprüche noch mit dabei. Das kann man hier bestimmt ganz, ganz toll kolorieren. Vor allem diese Knopfaugen, das sieht so niedlich aus. So, dann hier noch ein Wohnwagenanhänger. Gleich mit einem großen Tannenbaum drauf und noch ein Kranz hier an der Tür dran. Das ist auch super lustig. Leider habe ich kein Fahrzeug gefunden, was diesen Wohnwagen hier führen könnte. Aber so allein auch wirklich ganz, ganz putzig. Dazu noch irgendeine Figur hiervon. Vielleicht auch ein Gnom. Das passt natürlich auch sehr gut. Und wo wir schon bei Gnome sind, habe ich da natürlich was. Hier, schaut mal, gleich drei Stück auf einmal. Das passt doch sehr gut zusammen. Ja, drei auf einmal. Die haben sich hier auch ein Geweih aufgesetzt. Weihnachtlich natürlich, gleich schick gemacht. Da seht ihr sie nochmal. Und ein Sprüchlein ist auch hier mit dabei. Manchmal ist ein Spruch mit dabei, manchmal nicht, ne? So, jetzt kommen wir nochmal zurück zu den Flamingos. Guckt mal hier. Ganz, ganz tolle Flamingos. Gleich zwei Stück auf einmal. Mit dem super niedlichen Blick. Life is all about balance. Stand tall. Sind ja auch tolle Sprüche hier zu diesem Stempelset. Und kommen wir zum letzten Stempelchen. Da ist das Thema Galaxy. Richtig toll bunt hier dargestellt hier vorne. Ein ganz, ganz toller Hintergrund. Könnte man zum Beispiel auch sehr gut embossen, stelle ich mir vor. Und guck mal, so sieht es jetzt von hinten aus. Von hinten sieht es ein bisschen komisch aus, die lauter Punkte. Aber hier vorne seht ihr ja schon, das könnte man dann da draus kolorieren. Das finde ich immer ganz toll, dass man da so ein Beispiel hat. Sonst wäre es schwierig, sich das vorzustellen, wenn man nur das hier sieht. Das war es jetzt, wie gesagt, von Stamping Bella. Jetzt geht es mal weiter. Jetzt kommen wir zu einer Stempelfirma. Ich glaube, von der habe ich noch kein Stempelset. Die Rede ist von Whimsy Stamps. Die haben so niedliche Gnome hier. Die haben es mir total angetan. Die Sprüche, die sehe ich dann immer erst, wenn der Stempel angekommen ist, muss ich ehrlich sagen. Also ich gucke mir immer nur die Bildchen an. Es sei denn, ich möchte direkt irgendwie neue Sprüche haben. Mir fehlt da irgendwas. Dann gucke ich natürlich nach den Sprüchen. Aber diese Bilder, die waren so, so niedlich. Aber wenn ich jetzt hier so lese, sending smiles and hugs, better together, das ist so niedlich auch. Einfach nur so kleine Botschaften, die man noch mit einbringen kann auf ein Kärtchen oder auf einer schönen Bastelei, auf einem Geschenk. Super, super niedlich. Es ist ja jetzt nun mal die Herbstzeit und ich habe mal geguckt, ob es vielleicht ein Stempelmotiv gibt mit einem Drachen da drauf. Und ich habe was gefunden. Und zwar ist es das hier. Das müssen wir uns von beiden Seiten betrachten. Einmal hier. Von der, da haben wir einen Baum mit drei Gnome drauf und wenn ich es jetzt umdrehe, sehen wir hier einen einzelnen Gnome mit einem Drachen. Sehr, sehr schön. Dazu natürlich noch mehrere Sprüche. Und jetzt kommen wir zu guter Letzt zur eigentlichen Marke Stamp Corner. Hat nämlich auch eigene Stempel und eigene Stencils. Da habe ich mir auch ein bisschen was bestellt. Insgesamt sind es jetzt noch drei Sachen. Das kann ich euch schon mal verraten. Zwei Stempelsets und ein Stencil. Ich werde es mal so machen. Ein Stempelset, ein Stencil, ein Stempelset, was ich euch jetzt zeige. Dann zeige ich euch mal das erste von Stamp Corner. Und zwar ist es dieses Stempelset. Da ist mir natürlich als erstes die Fledermaus hier aufgefallen, weil natürlich Halloween vor der Tür steht. Aber auch alle anderen Motive finde ich sehr, sehr putzig hier drauf. Gerade mit diesen großen Augen auch. Das ist so niedlich hier gemacht. Und zudem finde ich noch was ganz, ganz toll. Denn
die haben die Sprüche, die es ja sonst immer im Englischen gibt, haben sie hier auf Deutsch. Da haben wir, ich fliege auf dich, chill mal und Naschi. Wirklich drei super, super schöne Sprüche, die man überall mit ergänzend drauf tun kann. Sehr, sehr schön. So, das war jetzt das Erste. Jetzt kommen wir zum Stencil, ne? Jetzt kommen wir zum Stencil. Bisschen Abwechslung hier. Jetzt mal ein Stencil. Und da habe ich diesen hier. Das ist auch der einzige Stencil in der Bestellung. Das andere sind alle Stempel, wie ihr sehen könnt. Und es ist natürlich herbstlich hier. Sozusagen ein Laubhaufen, den man hier sieht. Das kann man sich mit Sicherheit so schön kolorieren, so schön bunt gestalten, wie nun mal der Herbst ist, mit seinen bunten Blättern. So, und jetzt noch das Letzte. Das Letzte ist ein Stempelset, wieder von Stamp Corner. Das habe ich euch ja schon vorhin verraten. Und ja, hier ist es das Motiv Kaffee. Kaffee steht hier im Vordergrund. Ich liebe Kaffee. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr auch gerne Kaffeetrinker seid. Ich finde dieses Motiv super, super niedlich, vor allem auch mit den Sprüchen. Ich lese euch die gerne mal vor. Wir passen zusammen wie Kaffee und Kuchen. Hat hier jemand Kaffee gesagt? Sprich nicht mit mir, bevor ich meine erste Tasse Kaffee getrunken habe. Gilt bei mir auf jeden Fall. Ich habe gekocht, es gibt Kaffee und einfach nur hier Kaffee. Ich finde auch die Schriften super schön, sehr schön gemischt alles. Und ja, das war jetzt das letzte Stempelset. Ich nehme das hier mal ein bisschen weiter runter. So, dann haben wir einen schönen Überblick über alle Stempel und dem einen Stencil. Den wollen wir natürlich hier nicht vergessen. Ja, ihr seht schon, hier oben ist alles voll mit Stamping Bella. Jetzt möchte ich, dass ihr mir mal in die Kommentare reinschreibt, welche Stempelfirma ihr denn bevorzugt, ihr denn super, super gern habt. Ihr könnt mal gern auch etwas mehr als nur eine Firma mit reinschreiben. Vielleicht habe ich die noch gar nicht gesehen. Und ja, das gucke ich mir doch gerne mal an. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Dann bis zum nächsten Mal bei Meine Bastelwelt. Tschüss!